Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Heidi. Fangen wir gleich mal wieder an. Und zwar basteln wir wieder eine Karte, die ich euch im ersten Video gezeigt habe. Und zwar ist das diese hier. Ich bastel diese Karten jetzt nicht so gerne, aber sie gehören halt zum Leben dazu. Okay, fangen wir gleich an, damit das Video nicht wieder zu lang wird. Okay, ihr braucht wieder Grundweiß, ein DIN A4 Blatt und wir schneiden uns jetzt erstmal die Grundkarte. Die ist wie immer bei mir. Schauen wir. 21 mal 14 cm. Das Ganze wird dann wieder gefalzt bei 10,5 cm. So, das haben wir. Dann brauchen wir schwarzes Papier. Heute versuche ich mal ein bisschen besser vorbereitet zu sein. Da habe ich dieses hier. Dieses Papier, wie gesagt, eigentlich will ich ja gar keine Werbung machen, aber ihr wollt ja auch wissen, wo das weg ist. Das habe ich mir bei Action gekauft. So, das legen wir an die Seite. Die Auflegekarte, die ist jetzt groß, 13,5. Auch wieder an die Seite. 13,5 mal 10 cm. So, das haben wir jetzt auch. Faltbrett legen wir an die Seite. Jetzt brauche ich meine Big Shot. Das ist dieses Teil hier. Die ist jetzt so groß, die seht ihr jetzt gar nicht. Da könnte ich ja auch noch mal ein Video zu machen, was eine Big Shot ist und woher ich die habe. Dann habe ich hier solche Stanzen. Da nehme ich dieses Herz und wieder ein Grundweiß. Ich hole es. Doch nicht so doll vorbereitet. Jetzt ist das zu groß. Jetzt brauche ich noch meine Schere. Könnte es jetzt aber auch. Hier hätte ich jetzt aber auch mit der Falz- und Stanzmaschine schneiden können. Ich schneide es jetzt mal eben so. So, dann lege ich das Ganze hier rein. Mein Herz hier drauf. Dann mache ich das hier noch drauf, die Platte. Wie gesagt, ich könnte ja mal ein Video über meine Big Shot machen. Das kohle ich jetzt ein paar Mal hier durch. So. Nehme das Ganze raus, wenn es denn will. Dann habe ich so ein Herz daraus. So, die Big Shot brauche ich jetzt nicht mehr. Im Prinzip ist es eine ganz, ganz einfache Karte. Hätte auch alles schon vorbereiten können, zuschneiden können, falzen können. Aber ein bisschen will man ja auch sehen, ne? Deswegen macht man das Ganze ja. So, jetzt nehme ich wieder meine Grundkarte. Tue das Ganze wieder falzen. Dann nehme ich mein Herz. Darauf mache ich mir einen Stempel, wieder mit diesem hier. So, mein Stempelkissen. Dann brauche ich nur einen Stempel. Da habe ich diese hier. Und dann nehme ich mal diesmal, ja, diesen, nicht, dass mir es wieder passiert, dass das wieder nicht drauf passt. Das mache ich jetzt hier drauf. Seht ihr das? Dann machen wir das Ganze hier drauf. Und stempeln das einmal. Na, machen wir lieber gerade.
drücken wir das schön an. Und jetzt haben wir diesen schönen Spruch drauf gemacht. So, alles wieder zumachen, damit es nicht austrocknet. So, wie gesagt, das ist eigentlich eine ganz, ganz schnelle Karte. Dann nehme ich meinen Kleber wieder, habe ich wieder hier. Klebe mir erstmal meine Auflegekarte wieder drauf. So. Wieder zu, wieder rein. Das Ganze kommt jetzt hier schön drauf. Versucht so ein bisschen einen gleichmäßigen Abstand zu haben. Wie franzt das da so ein bisschen? Oh, meine Uhr ist hier auch offen. So, dann nehmen wir das Herzchen. Das kleben wir auch drauf. Jawohl. Das Ganze kleben wir dann so ein bisschen. Dann hätten wir das erstmal so, 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 so sieht es besser. Fertig. Dann habe ich mir diese Blüten gekauft. Auch bei Action. Dann mache ich mir die erstmal raus. Das ist da auch gar nicht so teuer. Dann mache ich die so leicht schön zusammen. Jetzt ist mir das zu lang. Jetzt schneide ich mir das noch ab. So, habe ich das so. Das lege ich mal kurz rüber. Dann habe ich hier so ein kleines Schleifenband. Daraus mache ich eine Schleife. So. Na, jetzt geht er durch. Ach, wenn alles immer irgendwie ein bisschen schnell gehen soll. Jetzt ziehen wir das Ganze noch ein bisschen an. Ein bisschen runter noch. So. Dann schneiden wir das halt noch ein bisschen so ab. Und das kommt dann hier auf die Blume drauf. Und auf der Blume, da mache ich hinten auf den Blütenblättern das so, damit das so ein bisschen, so überall so ein bisschen drauf. Mein Kleber direkt wieder zu. So, dann klebe ich das hier so ein bisschen rüber und klebe noch das Schleifenband drauf. Jetzt sieht man hier noch ein bisschen den Kleber, aber der wird dann durchsichtig. Und schon habt ihr, wenn das Ganze dann getrocknet ist, eine schöne Beileidskarte. Ich finde sie auch ganz elegant. So, das war es schon. Ein schnelles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bald wieder. Hoppala! Ciao!